Ich habe vorher die Höhere Handelsschule besucht, habe deswegen sowieso schon einen kleinen Blick in die Wirtschaftswelt erhalten. Und gerade im Einzelhandel hat man ja nun mal ganz viel Kundenkontakt und das war mir besonders wichtig. Man möchte ja auch seine Stärken, seine Talente irgendwie weiter ausarbeiten und wenn man dabei keine Hemmung haben muss, ist das halt einfach super. Das habe ich auch so. Wenn ein Mitarbeiter irgendwo ganz besonders freudig zu mir war, dann nehme ich das mit und denke so, okay, da gehe ich gerne wieder hin. Wenn man die Wünsche auch ermittelt, das lernt man ja auch in der Schule, die Bedarfsermittlung, dass man einfach immer überlegen muss, wie kann ich diesen Kunden jetzt zufriedenstellen? Wie ermittle ich den Bedarf so, dass er das vielleicht auch gar nicht merkt, dass er dann glücklich das Haus verlässt? Guck mal, wir haben überall die Kleinen. Da vorne sind die Kleinen, hier sind die Kleinen da und die musst du unbedingt auf die Kleinen. Ja, aber die sind ja genau richtig hier. Verkauf möchte halt am liebsten alles sein und wir haben halt trotzdem nur begrenzten Platz. Wir arbeiten natürlich sehr eng mit den Gestaltern zusammen. Die kümmern sich darum, dass das Produkt super dargestellt ist. Also es muss eigentlich von jedem ein Muster da sein und das versuchen wir unterzukriegen. Da muss man sich dann halt einigen, ist das Produkt an einem Ort, wo die Kunden viel dran vorbeilaufen. Man hat natürlich den Druck, ja, weil man, ganz klar, man ist im Handel, man muss verkaufen. Es gibt so drei große Punkte, wo man länger ist, in der Küchenabteilung, Schlafzimmerabteilung und Wohnzimmerabteilung, weil es halt auch die Prüfungsfächer sind. Das ist halt super, da kann man sich austesten, kann schon mal seine Stärken vielleicht ein bisschen kennenlernen. Ah, super. Das ist deine Ware auf dem Tisch die ganze Zeit gewartet. Sehr schön. Das, was ich rausgestellt habe, ne? Ja, und dann mal eben schauen, ob ich das dabei habe. Ja, die müssen wir vorne. Ja, genau. Eigentlich könnte man nach der Ausbildung auf der ganzen Welt arbeiten. Es gibt ja überall IKEA. Dementsprechend sind natürlich auch die Aufstiegsmöglichkeiten, weil man überall eine Chance hat, einfach weiterzukommen. Klar, das ist von allen dazu wie mit der Traum, den man erreichen möchte. Meine ganze Familie ist sowieso schon immer ein riesen IKEA-Fan gewesen. Ich war schon von klein auf immer da. Für Einrichtungen habe ich mich halt sehr interessiert, für Möbel. Ja, und das Smallland kenne ich, seitdem ich da rein darf.